Zur Montage eines SC-Steckverbinders benötigen wir eine Absetzzange, ein Anritzwerkzeug, Kleber, Aktivator, Polierflüssigkeit, eine Polierunterlage, eine Poliervorrichtung und Schleiffolien. Als erstes führen wir die Faser in die Knickschutzhülle ein. Jetzt entfernen wir die Staubschutzkappe. Wir strippen die Faser herunter und lassen uns dabei Zeit, wir befüllen den Stecker mit dem Kleber. Es ist genug Kleber im Stecker, wenn er aus der Stirnfläche heraustritt. Wir nehmen den Aktivator und benetzen die Faser. Jetzt führen wir die Faser in den Steckverbinder bis zum Anschlag, etwas zurück und wieder vor. Dadurch baut sich ein Kleberrand an der Stirnfläche auf. Den überschüssigen Kleber entfernen wir, indem wir ein fusselfreies Tuch an die Stirnfläche halten und der Kleber wird abgesaugt. Jetzt ritzen wir die Faser an und brechen sie, indem wir das Anritzwerkzeug im Winkel von 90 Grad an die Faser führen und wenn die Faser noch so biegsam ist, haben wir nicht genug angeritzt. Wir kerben nochmal neu an und haben jetzt die Faser so weit abgeschnitten, aber ein kleiner Überstand besteht noch und genau den brauchen wir. Wir schieben die Knickschutzhülle über den Stecker. Es ist auch alles ausgehärtet. Und schleifen mit der 30-µ-Folie den Faserüberstand ab. Wir hören ein deutliches Kratzgeräusch und wissen dadurch, dass noch der Faserüberstand vorhanden ist. Sobald der Faserüberstand weit genug abgeschliffen ist, hört das Kratzen auf und wir spüren nur noch ein leichtes Rutschgeräusch.
Auf die Polierunterlage wird ein wenig Polierflüssigkeit aufgefüllt. Dadurch verrutscht die Schleiffolie nicht mehr, damit der Faserabrieb weggespült wird. Machen wir Polierflüssigkeit auch nochmal auf die Folie und wir schleifen jetzt den Kleber und die Folie im Physical Contact komplett herab. Polierflüssigkeit von der Stirnfläche abtupfen. Polierunterlage auch etwas säubern. Wir entfernen die 30 Mikrometer Folie und realisieren jetzt den Feinschliff. Auch hier wieder Polierflüssigkeit. Aufsetzen der Poliervorrichtung und das Feinpolieren der Stirnfläche beginnt. Polierflüssigkeit abtupfen. Die Montage ist abgeschlossen. Staubschutzkappe auf die Stirnfläche und unser SC-Gehäuse aufrasten in der richtigen Position. Man spürt es durch das Aufrasten, denn es geht nur in eine Richtung. Montage ist jetzt abgeschlossen. Wir führen jetzt eine Oberflächenkontrolle durch, wie gut unser Stecker geschliffen ist. Wir sehen, dass der Kern komplett sauber ist. Nur am Rand befindet sich noch etwas Kleberrest, den wir im Nachhinein noch wegschleifen können für Schönheitsoptimierungen.